Jella Haase und Max von der Gröben, moin. Moin. Frage direkt so vorweg, wie froh seid ihr, dass ihr jetzt Chantal und Danger los seid und euch nicht mehr mit denen wirklich beschäftigen müsst? Ach, ich glaube, das ist schon mit ein bisschen Wehmut auch verbunden. Also wir sind ja mit den Figuren mitgewachsen. Wir haben eine wahnsinnige Reise hinter uns. Ganz tolle Menschen durften wir kennenlernen. Mit ganz tollen Menschen durften wir arbeiten, uns weiterentwickeln. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ja, also, ach, so mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge geht man mit gemischten Gefühlen an den Abschied. Definitiv. Wir haben jetzt drei tolle, einzigartige Filme gedreht und hatten eine großartige Zeit. Werdet ihr irgendwas im Speziellen vermissen? Keine Ahnung, du zum Beispiel diesen blauen Lidschatten oder du darfst dann keine Prollo-Unterhemden mehr tragen oder so? Ich glaube, es ist eher, was ich vermisse, wäre dann vielleicht das einfach das Zusammensein und das auch Spaß haben. Also ja. Einfach eine super Zeit zusammen. Und auch das Ganze drumherum ist ja auch Wahnsinn. Also mit auch so einen Erfolg zu haben, sage ich mal, das ist ja nicht selbstverständlich. Musstet ihr für den dritten Teil jetzt die Dummheit noch in gewisser Weise trainieren? Also habt ihr euch noch mal 4 Staffeln Frauentausch oder so vorgenommen, um das noch mal rauszukitzeln? Oder war das einfach noch drin in euch, also der Danger und die Chantal? Dummheit war drin. Die mussten wir nicht antrainieren. Ja, also gerade im dritten Teil, also wir kannten uns ja schon seit 2 Teilen und das ging auch ziemlich schnell wieder, haben wir wieder zusammengefunden. Ja, das Drehbuch hat einfach total viel schon hergegeben. Also Mora ist genial, Katja Riemann hat das so schön beschrieben. Man liest diese Sätze und denkt sich, da, wow, sowas darf ich sagen. Das hat euch ja die letzten Jahre dann tatsächlich begleitet. Also diese Figuren sind ja irgendwie ein bisschen ihr geworden und ihr ein bisschen die Figuren. Gab es in den letzten Jahren Situationen beim Bäcker oder so, wo ihr auf einmal in der Rolle drin wart und nicht mehr in eurem eigenen, sag ich mal, Leben? Nein. Nee, also ich glaube... Niemals? Gar nicht, dass ihr mal so der Schalter im Hirn umgedings ist so und jetzt... Fuck, jetzt, das, ich war gerade Danger, scheiße. Na. Also was höchstens mal ab und zu passieren kann, so nach dem Dreh, dass wir irgendwie noch ein bisschen was rumgeblödelt haben, also gerade Aram und ich oder irgendwie, aber... Oder man spricht dann in Zitaten ein bisschen, aber eher aus Quatsch. Ja, wir sind ja auch Schauspieler, das ist ja unser Beruf. Und insofern, also meine Mutter sagt manchmal, oh, das hast du jetzt aber gerade chantalisch gesagt. Und dann denke ich mir mal so, echt? Oh, okay. Aber dass ich irgendwie als Chantal aufwache oder auftrete, ist mir bis heute noch nicht passiert, nee. Spin-offs sind ja so ein großes Ding beim Film. Könntet ihr euch vorstellen, dass Danger oder Chantal vielleicht doch nochmal einen eigenen Teil bekommen? Du machst vielleicht deine Ausbildung zum Türsteher, dabei begleitet man dich oder du gehst an die Uni oder so? Also erstmal ist es ganz klar der letzte Teil und ich meine, das, ja, was so ein Spin-off, weiß ich nicht. Also wär wahrscheinlich total lustig, aber es ist ganz klar in der Form der letzte Teil. Und das ist irgendwie auch schön, weil wir die Figuren so ins Leben rausgehen lassen können. Du bist ein großer Mats Hummels-Fan und ein großer Bayern-Fan und die kamen auf einmal in einer Szene im Film hinter dir her. Wusstest du, dass die Bayern mitspielen oder wurdest du komplett überrascht? Ich wurde ein bisschen verarscht, weil mir wurde gesagt, dass der Plan besteht, dass die kommen. Und am Tag, wo sie dann kommen sollten, wurde aber gesagt, ja, leider doch nicht. Die werden nicht aus dem Training gelassen, nur die U20 kommt. Und ich war so, oh, okay, ja, Und es war aber schon die ganze Zeit so eine komische Stimmung am Set. Ich dachte, hä, irgendwas ist hier im Busch. Und dann stand auf einmal Kimmich im Busch und hat sich da versteckt. Also nein, nicht versteckt, aber ja, dann kamen die da und haben mitgespielt. Und es war schon cool. Ist schon auch eine coole Szene, finde ich. Gäbe es irgendjemanden, mit dem man dich noch überraschen könnte? So als Typen, der auf einmal im Film dabei ist? Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen neidisch. Also mit den Bayern-Profis hätte ich auch gern gedreht, also weil ich auch großer Fußballfan bin. Also da hätte ich auch nicht Nein gesagt. Ja, ich war die Einzige. Tatsächlich war niemand anderes dabei. Nur ich. Ja, also auch den ganzen Tag. Manchmal ist man ja in der nächsten Szene dran, aber an dem Tag war ich einfach nicht am Set. Aber müsste man für dich jetzt noch jemanden ranholen, sag ich mal, oder wo du wirklich einen Star hättest, wo du sagst, boah, damit könnte man mich nochmal so richtig hinterm Ofen vorlocken und sagen, krass, dass ich den nochmal treffen darf, also so als Überraschung. Ja, definitiv. Also ich glaube auch gerade Schauspieler, die einfach irgendwie, zu denen ich aufschaue, sei es Leonardo DiCaprio oder so, wenn die jetzt mal plötzlich am Set stehen, sage ich nicht nein. Alles klar. Fuck You Goethe 4 also mit Leonardo DiCaprio statt Elias Mbarek in der Hauptrolle und ihr seid auch noch dabei. Herzlichen Dank. Das